Moin, moin, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within 2. Und es wird langsam ernst. Aber bevor wir weiterspielen, grüßen wir nochmal zwei von euch. Und heute ist Mia Hellmann dran. Sie schreibt: Hi, ich wünsche dir ein schönes neues Jahr. Kannst du mich bitte grüßen? Klar, es ist schon lange das neue Jahr, aber das Kommentar ist halt alt wegen der Liste. Liebe Grüße an dich. Und dann grüßen wir einfach nochmal. Ja, hier. Hasi, Alexandra oder Hasi, kannst du mich bitte, bitte grüßen? Aber ich schreibe es umsonst. Auch liebe Grüße an dich. Ich hoffe, du freust dich. Und now, it's Friday, we start with the plan. Also bei mir ist gerade zwar eh noch Sonntagabend, eigentlich nee, schon Montag, ne? Es ist jetzt 0:32 Uhr bei uns. Und ich muss jetzt die Überreste von Union durchkämpfen, um einen Weg zum Hotel zu finden, in welches sich dieser, oder beziehungsweise hier die Festung, suche einen Weg durch die Überreste von Union und die Festung zu finden, in dem sich dieser Theodor, der Große, versteckt. Der ein ganz großes Ego hat und ein echt großes Problem. Meine Güte. Ich dachte gerade, ich kann über den Schuppen nicht rüberlaufen. Vor allen Dingen hier wieder die Kerzen. Ohne Witz. Ich will auch einen Flammenwerfer. Ich will auch einen Flammenwerfer. Also ich habe ja einen, aber irgendwie... Ja, übertreib nicht die Lage, Digga. Nervt voll, er soll mal gehen. Er nervt übelst, oder? Wer findet auch, dass er nervt? Gerade, ob wir hier rüberkommen. Kommen wir natürlich nicht. Sag mal, über den Zaun können. Aber das ist ja nicht O'Neill. O'Neill ist der Tod. Wer ist das denn wieder? Ja. Die Holzkiste hält stand einem Flammenwerfer. Die geht nicht in Flammen auf, weil sie einen Metallrahmen hat. Das ist wie Schere, Stein, Papier, Alter. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Ist doch für ein Ass. Shake your ass for me. Wir müssen da lang, glaube ich. Aber da ist er jetzt. Guck mal, er verneigt sich hier noch. Hm, Grillhähnchen. Grillhähnchen. Ach Mann, er geht mir richtig auf den Keks. Scheiße. Ich werde gereinigt. Ich werde wahrscheinlich eher verbrannt. Pokémon Ball. Nein, Spaß. Bitte hab uns. Also ich bin nicht hinter der Müll-Container-Dings. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin einfach nicht da. Tschüss. Lass mich einfach zum Hotel. Ich will nicht, dass du da. Geh einfach weg. Tschüss. Ich will das nicht. Tschüss. Ich geh da jetzt rein. Ins Hotel. Tschüss. Du kommst hier nicht rein. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Weiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Ja, das Hotel ist so sauber. Wir sind zwar nur ganz kurz reingegangen und wissen nicht, was in dem Hotel ist, aber es ist sauber. Was ist das denn? Kann man das essen? Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen dann nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Das sind Sie. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Sind Sie bereit, Sebastian?
Noch nicht. Okay. Aber warten Sie nicht zu lang. Gucken wir mal ganz kurz, was wir hier noch einsammeln können. Oha. Sind Sie bereit, Sebastian? Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay. Aber warten Sie nicht zu lang. Immer diese ganzen Taschen. Hoffmanns Tagebuch. Nein. Das war mir alles. Oh, ganz viele Tassen. Die sahen sogar sauber aus. Und ich kann trotzdem keinen Kaffee trinken. Schade eigentlich. Wir können ja noch einmal kurz. Bisschen gucken, ob hier noch Fuji-Wasser drin ist. Ich glaube, das gibt es dann echt auch zu. Oh, geil. Ganz ehrlich, wir holen immer Sicherungen, aber ich weiß gar nicht, was man mit den ganzen Sicherungen soll. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals schon eine Sicherung. Ist das ein Hundekopf? Hä? Klar! Dein Ernst? Er kann durch die Wand fackeln. Okay, wir gehen noch einmal die Treppe hoch. Und einmal gucken wir aber vorher hinter. Oh toll, willst du es in deinem Zimmer aufbewahren? Auf jeden Fall, ja, will ich. Kann einen Becher mitnehmen. Sebastian, räum sofort dein Zimmer auf. Okay. Ich weiß ja nicht, was wir in diesem Hotel sollen. Wahrscheinlich müssen wir. Hier kommen wir bestimmt auch gar nicht mehr weiter. Ist eigentlich nur unten. Aber ich wollte ja nur mal nachgucken, ne? Wir sollen hier ja keine Chance offen lassen. Ich bin froh, dass wenigstens Stefano tot ist. Gestern bei Take Me Out hieß auch einer Stefano und das fand ich irgendwie witzig. Sind Sie bereit, Sebastian? Ja! Alles klar, Hoffmann. Tun wir es. Okay. Entschuldigung. Nach Ihnen. Sie hatte den Fickblick drauf. Tun wir es. Scheiß die Wand an, ey. Sehr sexy. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Mach ich doch mal out. Wird schon schief gehen. Ach, cool. Das ist echt wie so ein Schutzschild. Das ist schon geil irgendwie. Es funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Ja, ich bin ja dabei. Ich kann durch die ganzen Flammen nichts sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Ja, ja, ja. Ich kenne den Weg. Sie kennt natürlich den Weg. Sie war hier zwar noch nie, aber sie kennt den Weg. Ja, wo? Einer kommt durch. Ich hab ihn. Sind die auch Würmer im Kopf? Tot. Das ist natürlich auch wieder heftig hier. Grünes Gel können wir aber mitnehmen, oder? Achso, und wir müssen natürlich hoffen, dann auch beschützen. Eigentlich voll krass. Aber ich weiß nicht. Noch einer! Passen Sie auf, Hoffmann! Dafür sind Sie zuständig! Wo ist er denn? Die sind überall! Ich sehe ihn nicht. Ach, da. Beeil dich, Sebastian! Ich weiß nicht, wie lange das Ding noch hält. Ja, sorry, aber ich möchte vielleicht das Konigel haben. Können wir weitergehen? Dass der auch durch. Ach ja, das sind ja so Flammtiere. Ich dachte aber so, dass der so durch die Flammen gehen kann, ist auch heftig arschig. Wie weit noch? Das kann ich jetzt nicht mehr einsammeln. Er will uns fernhalten. Gut. Ach, cool. Das heißt, er hat Angst. Es brennt einfach. Alles brennt. Alles geht in Flammen auf. Alles, was bleibt. Asche und Rauch. Und das hatte ich, glaube ich, als Titel im letzten Let's Play, oder? Nicht stehen bleiben! Wir sind fast da! Er weiß es. Warten Sie! Es
dem Stabilisator stimmt was nicht. Oh, oh. Können Sie ihn reparieren? Ich arbeite dran. Geben Sie mir Deckung. Dad. Wo ist das grüne Gel? Da hinten. Nein, scheiße. Hinter. Manchmal hängt das Ding voll. Ich hasse die Viecher jetzt schon. Er läuft wieder, los weiter! Läuft wieder. Das war knapp. Ich dachte doch, er zickt rum! Oh nein. Ein Glück. Wo will sie denn jetzt hin? Über den Berg oder was? Ich hoffe, ich habe gleich noch genug Waffen, ey. Das ist irgendwie ganz schön nervig. Okay, er speichert, das ist schon mal gut. Öffne jetzt die dumme Kiste. Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stam sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Geil, kopfloser Nick. Und der ist nicht mal fast kopflos. Ach Mensch. Oh, da ist noch einer. Wunderschön sind sie. Ach, der geht... Oh, die gehen gleich mit... Ah, nein! Scheiße. Ich habe meinen Ton verloren auf meinem Kopfhörer. Jetzt höre ich... Jetzt höre ich wieder was. Oh, Mann. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Richtig, der Scheiß. Ey, der hat mir voll Angst gemacht, der Pisser hier. Ach cool, er ist eingefroren. Kann ich den irgendwie umbringen? Ach geil. Das war jetzt nice. Oh, noch ein Penner. Die nerven richtig hart. Oh, ich bin tot. Egal, ich habe ja eben... Es hat ja eben gespeichert, bedeutet wahrscheinlich nicht, dass wir wieder am Anfang anfangen müssen. Ja, das stimmt. Ich habe recht gehabt. Ich habe recht behalten. Vielleicht habe ich jetzt auch wieder Muni. Also, mehr Muni. Könnte schon passieren. Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Ich frage mich ja, was sie Lilly angetan anderen, hat. Die wegen mir im Stam sind. Yeah. Also nein, Kapuziner. Oh, Mann. Wo sind die? Gott, wer ist er denn? Die kommen einfach aus dem Boden raus, oder was? Das ist richtig für einen Arsch. Ah, er hat sich erwischt! Alles okay, Hoffmann? Sebastian, alles in Ordnung? Nö, ich bin nur gleich tot. Sonst geht's mir aber eigentlich ganz gut. Bei Girl, da ist noch einer. Scheiße, Mann. Richtig vom Arsch. Warum ist, bin ich so lahm? Ich weiß nicht, wie lange das Ding noch hält. Das ist eine Scheiße. Verdammt, meine Haut. Ich wollte. Aber ich schütze schon mal durch. Ja, klar. Sag mal, bist du denn noch geistesgestört oder was? Kannst du dich mal verpissen oder so? Dankeschön. Alter, die gehen mir richtig auf den Sack. Vor allen Dingen habe ich kaum noch so gute Munition. Ja, ich komme da schon. Komm. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Richtig für Pancake, ey. Morgen gab es Pancake. Sonst gibt es sonntags jetzt immer Pfannkuchen. Pfannkuchen, gebackene Bohnen und Rührei. Geil, oder? Wir machen immer Sonntagsbrunch. Hoffmann, was ist los? Er fällt wieder aus. Warten Sie! Beeilung, hier wird's ziemlich heiß. Wo ist der? Da. Hä? Toll, da ist noch einer, oder was? Okay, tot. Toll. Gehen wir so. Oh, können wir jetzt mal bitte weitergehen?
ist richtig im Arsch. Gleich haben wir richtig im Arsch. Gleich verbrennen wir beide. Okay, doch nicht. Er läuft wieder! Ich habe gerade echt Schiss gekriegt. Wir müssen raus. Los! Ja, go. Laufen Sie! Mann, oh Gott, wie viele? Das schaffen wir doch eh nicht mehr. Fast geschafft! Nein! Bitte nicht, bitte verbrenn nicht! Nein! Hoffmann! Gehen Sie! Greifen Sie lieber! Nein! Hoffmann! Nein! Warum stirbt eigentlich jeder, der uns hilft? Voll scheiße. Und wieder bin ich schuld und er hat wieder Selbstzweifel. Und wieder macht er sich zum Vollhorst. Tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Okay. Yay. Wir sind jetzt in dieser Festung. Nach all dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Oha. Oha. Boah, wir sind fast fleißig heute. Wir haben einfach für die Woche schon alle Videos gedreht. Das erinnert mich gerade übelst an Outlast. Das ist wieder so eine Art Kapelle. Wisst ihr noch, wo die das Baby da gekriegt hat und gestorben ist, wo er am Ende nur noch das Baby hatte? Es ist genauso. Warum muss das immer so kirchlich werden, Leute? Warum? Ich verstehe das nicht. Sag mal, was habt ihr denn davon? Ich sag ja, Religionen sind scheiße. Deswegen gehe ich auch nicht Weihnachten oder sonst wann in die Kirche. Klar, okay, man will vielleicht irgendwann kirchlich heiraten oder so, keine Ahnung. Aber sonst habe ich kirchlich so überhaupt nichts am Hut. Letztens waren die Zeugen Jehovas bei uns. Ja. Ich dachte, das wären neue Nachbarn. Und dann haben sie uns so eine komische Bibel gegeben. Was soll ich dann lesen? Habe ich dann auf den Kamin gelegt. Ich lese doch sowas nicht. Erstens, ich hasse lesen. Zweitens bin ich sie überhaupt nicht. Was wollen die denn? Mir Gehirnwäsche verschaffen? Ich kann sowas überhaupt nicht leiden. Nichts gegen solche Menschen. Also, die sind wahrscheinlich genauso wie ich und du und Müllers Kuh, aber... Also, ich brauche sowas halt nicht, ne? Ich brauche so eine Battleline einfach nicht. Schrecklich. Hier, können wir ein bisschen... I will follow him. Follow him wherever he may go. Wer kennt Sister Act? Ich weiß genau, wer es kennt. Aber ich kenne auch voll viel irgendwie. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Jetzt würde ich am liebsten weiter singen. Immer geil, wenn man so Spaß singt und die Leute sagen so, du singst voll gut. Theodore, Maskro, irgendwas. Und ich denke mir immer so, ich habe gerade richtig wie eine Ente gesungen. Es war einfach schon kacke einfach. Aber ich habe richtig Bock, mal so eine Parodie zu machen. Wenn ich irgendwann vielleicht 10.000 erreichen sollte, werde ich auf jeden Fall versuchen, eine Parodie zu machen. Ja, aber diesmal ist es anders. Oha. Sie kommen nicht davon. Ja, mit seinen ganzen Kerzen. Wie viele Kerzenständer hat er eigentlich? Ich meine nicht mal, ich glaube, ich habe gar keinen Kerzenständer. Ich habe nur diese Etea-Gläser, wo die Kerzen drin sind. Meine Mama hat nämlich so viele gesammelt, meine Tante auch. Und wir benutzen die ernsthaft als Trinkgefäße, also halt als Gläser. Oder halt für Nachtisch, so Tiramisu, finde ich total gut. Diese großen Kerzengläser, super. Also, ist mal eine Idee wert. Wir trinken aus Kerzengläsern. Geil. Übrigens, am Sonntag wird die Verlosungsgewinnerin, der Verlosungsgewinner,
der Unicorn-Verlosung vom 1-Euro-Tauschpaket-Video. 1-Euro-Shop-Tauschpaket-Video. Da hängt einer, der wahrscheinlich gleich runterfällt. Die sehen alle so aus, wenn die gleich runterfallen. Er hat ein Rohr im Bauch. Also er wird dann bekannt gegeben, ne? Ich dachte, er lebt noch. Stimmt, komme ich jetzt gleich raus und dann lebt er weiter. Pass auf. Hä? Schade eigentlich. Nein, ich möchte nicht so, Tatjana. Aber da liegt irgendwas. Bibel. Ah, Tragetaschenverbesserung. Das ist auch wieder gut. Dankeschön dafür. Danke, danke. Also wir werden auf jeden Fall hier gerade viel noch bekommen. Es ist jetzt übrigens irgendwie fast 2 Uhr nachts, also 2:30. Unser PC ist abgestürzt. Heute ist so Update. 2 Stunden PC abstürzen. Richtig dumm. Jetzt müssen wir im Offline-Modus starten, aber es funktioniert alles. Ein Glück. Richtig doof. Hello. Again. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it. Halt die Fresse. Verdammt! Sie kriegen mich nicht klein. Genau, einfach Kopfhörer. Mach dir doch Musik in die Ohren. Einfach nicht drauf hören, was er labert. Er labert. Lass die Leute labern. Wie war das? Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben ja nichts Böses im Sinn, außer Theodor wahrscheinlich schon. Immer schon gemacht. Oha. Ich hoffe, die bleiben da drinnen. Ich hoffe bitte, dass sie da drinnen bleiben. Wie ich das gewusst habe. Das sind so Maulwurfsdinger. Jünger vor allen Dingen. Meine Jünger. Ist er Jesus oder was? Schwachsinnig. Ja, Mojito, du darfst gleich rein. Er maut vor der Tür, aber er wirft dann immer meinen Videohintergrund unter. Hier, so ein Jünger ist schon mal tot. Ich glaube, ich breche eher dein Jünger das Genick. Oh, na toll. Klar, ist einer hinter mir, hat mich gesehen. Auf jeden Fall. Schade, wäre ja auch so einfach gewesen, wenn der mich nicht gesehen hätte. War schon mal nicht schlecht, aber hier ist noch einer, der mich sieht. Aber wo ist der? Hä? Oder da drinnen in diesen Käfigen wahrscheinlich sehen die mich. Kommt bestimmt immer einer nach dem anderen. Oh, oh! Okay, ich habe ihn gesehen. Immer nach einem raus so. Wow! Da ist ja noch einer. Überall. Überall sind die. Überall. Geht mal alle ein bisschen geschmeidig scheißen oder so. Hallo, ich bin Grinseback. Ich bin Mr. Grinseback. Töd. Einer. Einer. Wo er ist. Wo er sein. Oh. Komm schon, mein Alter. Uah! Okay. Gut. Treibt nicht die Lage. Die fallen, glaube ich, nach und nach aus diesen Käfigen raus oder so. Shit daneben. Ich hoffe, das zählt. Noch einer. Bleib doch mal stehen. Er sieht aus wie ein Affe. Auf den Schädel rauf. Ich glaube, es sind noch mehr da.
Ach Mensch, kann ich hier noch irgendwo... Ach ja. Ich kann 3 machen. Locker, die fallen alle aus den Käfigen. Voll die Affen. Ich frage mich, ob wo jetzt noch wer sind. Wer sind? Welches? Und ich frage mich ja auch. Ist voll so ein Gefängnis, hat das schon recht. Ich glaube, wir müssen nächste Woche noch eine Folge spielen. Also es geht einfach nicht klar. Es wird einfach nicht zu Ende sein. Die wollen nicht, dass wir das Spiel beenden. Beenden. Ey, Pflanze. Ah, so. Können wir noch hier so ein paar Dinger machen? Das ist immer ganz gut. Wie viele Pflanzen haben wir denn eigentlich? Ach, guck mal, wir haben genug Pflanzen. Das ist doch geil. Das ist ganz cool. So, was haben wir hier noch? Eigentlich nichts so, ne? Können wir da hinten lang gehen. Geil. Ein Tatjana-Schlüssel. Die sind immer so riesig. Riesiges Schlüssel. Ah, geil. Das Türchen. Und ey, jetzt gehen die ganzen Käfige auf. Pass auf. Und die doch nicht. Und die Tür. Ach nö. Ich dachte gerade, mein Auge wäre kaputt von ihm. Das sah eben so aus. Da hängt noch einer. Hört sich an wie ein bissiger Hund gerade. Kommt das her? Schade, voll. Mann. Waren auf jeden Fall 2. 2 von diesen Kackbratzen. Ich verstehe das nicht. Warum sperrt er seine Jünger, wenn es angeblich seine Jünger sind, eigentlich in Käfige ein? Können wir das mal jetzt noch suchen? Na, da hinten läuft einer. Kannst du mal aufhören, dich zu drehen? Ich will den Kopf schießen. Achso, den laufen dabei. Ja, gut. Das war gut. Nein, das war daneben. Da läuft noch einer. Ich habe noch einen dritten gefunden. Da. Ach nö, jetzt ist der nur sauer. So kacke. Muss ich da dichter ran? Ach, der kommt hier gleich. Oh ja. Heute frisst uns niemand auf. Frisst uns niemand auf. Frisst uns niemand auf. Du machst Diät. Ach Mann, das war doch richtig kacke gerade. Warum? Warum? Weißt du, wenn jemand meine ganzen Erschrecker in ein Video tun würde, es würde auch richtig witzig wahrscheinlich werden. Habe ich richtig Angst davor immer. Ich habe Angst vor mir selber manchmal. Kann er nicht einfach jetzt mal sterben oder so? Na endlich. Die sind irgendwie... Eigentlich waren mir die anderen sympathischer. Ih, Zombie-Wichser natürlich. An der Wand. Ich bin da jetzt gespannt, dass alle waren, die ich töten musste. Was ist das denn? Nägel habe ich gefunden. Na gut. Auch nicht schlecht. Nägel kann man ja immer gebrauchen. Auch ganz geil. Das grüne Gel, das grüne Gel. Und jetzt lass uns durch diese Tür verschwinden auf die Treppe. Hä? Gott sagen, warum komme ich denn da nicht durch? Genau. Oh, ein Glück. Ein Glück. Guck mal, das sind so seine Fackeln. Nö. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Sehr sexy. Union zu kontrollieren heißt, sie zu
dieser Größenwahnsinnige. Wenn Sie denken, ich helfe einem Arschloch wie Ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind Sie verrückter als gedacht. Meine Güte, ey. Ich frage mich immer noch, was stimmt nicht mit den Leuten hier. Sehr sexy. Überall diese komischen Sachen. Hoffentlich wird er mit seiner eigenen Statue Das war ja gerade voll eklig. Drehen wir, das Feuer ist ausdrehen, ausdrehen, ausdrehen. Das ist schon mal gut. Gehen wir da ran. Er versucht uns aber immer noch irgendwie zu kontrollieren. Das ist echt doof. Und da oben, da chillt einer auf dem Netz wie eine Hängematte. Ich will gar nicht witzig sein. Ich bin's einfach. Hallo. Keine Ahnung. Da oben, okay, erstmal da an die Tür. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Tür ist. Wahrscheinlich auch nur wieder Kackpratzen, Käfige und. Keine Ahnung, da liegt noch ein Brief. Ich hab Bock, Briefsicherung. Theodos Mev, was auch immer. Sorry, aber das ist mir alles jetzt viel zu heikel. Irgendwie wollen die alle, dass wir noch zu Tatjana gehen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich will da aber nicht, ich muss da ja auch eigentlich gar nicht hin. Überall diese Spiele. Ich kann auf jeden Fall viel lernen. Es geht weiter, Programm. Es geht weiter. Aha. Das war echt gut. Oh mein Gott, das ist nur ein normaler. Das ist ja chillig. Aber wenn er durchs Feuer geht, ist es nicht mehr so normalo. Obwohl, der hat eine Maske. Jo. So kann man das natürlich auch machen. Gib mir dein grünes Gel, bitte, Alter. Oh, da ist einer der anderen Arschgeigen. Arschgeigenparty! Oh, kommt er gar nicht durch, glaube ich. Nö, kommt er gar nicht gleich durch. Da hinten könnte er bestimmt durch. Ich hoffe nicht. Oh, ich bin gerade echt ein bisschen Adrenalin geladen. Schade, dass man den nicht hinten einfach anschließen kann. Dann fangen wir mit dem Messer vor den Kopf. Aber dann holen wir uns wahrscheinlich eher so einen Brandblasen. Denkt er sich jetzt auch, du Arschgesicht. Du hast mir den Kopf geschossen. Dich mache ich kaputt. Der ist immer noch nicht tot. Ey, die muss echt den Kopf schießen. Die sind auch noch so schnell, das ist voll nervig. Komm, ich will dich nur umarmen, Baby. Weil, dieses leuchtende Blut von denen, ey. Nee, nee. Hä? Uah! Verdammt, keine Munition mehr. Ach, fuck. Ja, immerhin sagt er uns das immer wieder, dass wir keine Munition mehr haben. Das ist mal wieder ganz, ganz toll. Können wir nicht irgendwas noch bauen? Das kann ja nicht sein, ne? Das ist richtig ätzend, dass man einfach gar nichts mehr hat. Okay, wir können 4 machen. Einmachen. Ja, gut. Ich freue mich immer, wie das gehen soll. Oh, da sitzt man in der Falle, wenn der jetzt kommt. Hier kommt einer. Ja, 2 gegen 1 ist ein bisschen unfair gegen für euch, oder? Findet ihr das nicht? Also ich finde das ein bisschen unfair so. Guck mal, den anderen, den können wir doch irgendwie anders töten. Der hat eine Maske auf, das ist scheiße.
brennendes, glühendes Magma. Mann, wenn die Masken auf haben, ist Mist. Ich muss mich eigentlich an die anschleichen von hinten und mit dem Messer töten. Vielleicht kriege ich das hin, aber ich glaube eher nicht, weil der ist zu aufgeregt. Ja, ist er aufgeregt? Ja, ist er aufgeregt? Ja. Komm her, mein Schatzi. Oh, er hat ein Smiley auf dem Rücken mit zugekniffenen Augen. Das sieht ja komisch aus. Das ging ja doch gut. Ich will meine Munition irgendwie sparen. Da hängen auch noch ein paar. Gut. Gib mir die Axt. Der sitzt da auf dem Boden. Der lebt gleich. Der geht gleich hoch. Oh ne, da sitzt gar keiner. Da saß, wenn einer sitzt. Alles wird hier verbrannt, ey. Jeder, der nicht spurt, wird hier verbrannt. Ich wollte es nur mal gerade sagen, dass das so ist hier. In diesem Haus. Wenn es überhaupt ein Haus ist. Ich frage mich gerade, was ich gerade aufgedreht habe. Aber wir werden es noch... Oh nein. Nicht er. Das ist ja auch schön. Kann das Pissvieh oder diese Dinger sich nicht mal echt gehen? Ich meine, die kann man nicht töten so, außer man hat selber einen Flammenwerfer, den wir immer noch nicht zusammengebaut haben, weil ich wohl dafür irgendwie das... Ich weiß auch nicht. Alter Schwede. Das geht hier jetzt Zug um Zug. Ich will nicht mehr... Ich finde, wir gehen jetzt ins Bett. Hoffentlich kommt er hier nicht rein. Ja, genau, er kommt durch die Tür. Auf einmal kommen die doch durch die Türen. Er wollte dich nur umarmen, Sebastian. Er wollte dich nur umarmen. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Geh weg. Ja, toll. Was mache ich denn jetzt? Lass mir eine Spritze setzen. Kann ich noch Spritzen bauen? Ich guck gleich mal. Ja, kann ich. Das ist wichtig irgendwie noch. Mann, ich SG-Munition, keine Pistolen-Munition. Mann, voll dumm irgendwie. Wenn man diese ganze Munition ein kann, ich machen. Toll, ein von 120. Ich habe zu viel verballert. Ich schaff das nicht. Ich bin gar keiner. Ich hab das nicht. Bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will nach Hause. Ich will doch nur zu meiner Tochter. Okay, da können wir das Ding gleich noch anschießen. Gucken wir mal hier. Was macht das? Oh, toll. Gut, kommt halt hoffentlich keiner mit dich. Da ist noch ein Feuerwehrmann, der das Feuer bringt und nicht wegmacht. Gut, da kommen wir nicht durch. Doch da. Können wir das Ventil noch irgendwie anschießen? Mal gucken von der anderen Seite irgendwie. Oh Gott, ich glaube nicht. Wenn man ihnen in den Kopf schießt, sterben sie als erstes. Das ist super. Das ist wie bei den Zombies von The Walking Dead. In den Kopf. Wenn man den Kopf abtrennt, lebt der Kopf noch weiter. So, ja, das hat ja jetzt irgendwie nichts gebracht. Ich muss hier gar nicht durch. Diese Musik ist so unfassbar. Nervenaufreibend gerade. So. Dum, dum, dum. Es wird wieder weiß heiß. Dum, 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 dum. Es wird immer schlimmer. Okay, es ist dunkler geworden.
Hier ist so ein Berg, da kommt bestimmt gleich wieder einer raus. Kommen wir nicht weiter? Das ist doch richtig krank, oder? Speichert, okay. Hängen da Fische? Leute, es hat immer noch kein Ende. Aber wir sehen uns dann am nächste Woche Dienstag wieder, wenn es wieder mit The Evil Within weitergeht. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag. Schaltet ein. Fanpost, Auspack-Paket-Video. Ich hab euch lieb. Ciao. Kakao. Schönes Wochenende.